Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Und zwar aus einem Raum, den Sie, wenn Sie uns besuchen, als allererstes betreten, nämlich die sogenannte Sala Terrena. Einer der prunkvollsten und schönsten Räume des oberen Belvedere mit einer Doppelfunktion, die sehr, sehr viel darüber erzählt, welche eigentliche Aufgabe dieses Gebäude auf der Anhöhe der Gartenanlage innehatte. Die Sala Terrena, wortwörtlich übersetzt der ebenerdige Saal, war gleichzeitig Vestibül und Aufenthaltsraum für die Gäste Prinz Eugens von Savoyen, die sich zuweilen auch bei großen Festen in der Gartenanlage belustigten. Etwas echauffiert, erhitzt vom Tanz zwischen den Bosketten, wanderte so manches Paar in die Sala Terrena, um sich ein bisschen Kühle zuzufächeln. Nun muss man dazu sagen, dieser Raum hat sich etwas anders dargestellt in seiner ursprünglichen Konzeption. Aber er erzählt auch ganz eindeutig viel über das Leben dieses Prinzen Eugen von Savoyen. Die Details wie Kriegsgerät, das dem Gegner geraubt wurde, in Form von Stuckulus-Reliefs, ausformuliert bis ins kleinste Detail, die Helme, die Fahnen, die Standarten, die Hellebarden und vieles andere mehr, bis zur Faszia, jenem Symbol der römischen Kriegskunst, das dann zum Wort Faschismus übergehend benutzt werden wird. Die Sala Terrena, ein völlig offener Raum, ohne Türen und Fenster ursprünglich, der von einer großen Kuppel überspannt war. Im Auftrage Prinz Eugens von Savoyen wird dieser Schmuck, diese Dekoration gefertigt. Allerdings, die Änderung des Raumes ist eine Notwendigkeit aus einem technischen Problem heraus erwachsend. Johann Lukas von Hildebrandt, der Haus und Hof, der Leibarchitekt Prinz Eugens von Savoyen, hat ursprünglich diesen Raum ohne Pfeiler und Säulen konzipiert. Was wir heute sehen, ist der Wandel, der durch die technischen Probleme, die einige Jahre nach Fertigstellung des oberen Belvederes auftraten. 1723 wird das Haus fertig. 1731 müssen hier 4 Atlanten hereingestellt werden. Hochbarocke Skulptur, kräftige Männer, die nicht nur die Weltkugel auf ihrer Schulter tragen, sondern das gesamte Firmament. Ein ganz besonderes Geschehen in der Wiener Architektur. Unüblich, keine Säulen und Pfeiler zu nutzen, sondern skulpturale Werke von Johann Christoph Mader. Nun, diese 4 Atlanten, die in ihrer körperlichen Präsenz die Welt auf ihren Schultern ruhen lassen, sind heute prägendes Momentum. In den Raum hereintretend konnte man dann in die beiden Seitentrakte überwechseln, um auch dort Räume anzutreffen, die Belustigung, Entspannung und vor allem Kühle sich zuzufächeln erlaubten. Nun, die Fenster und Türen werden erst im 19. Jahrhundert eingebaut, weil die Nutzung des Gebäudes sich allmählich geändert hat. Nun, was war eigentlich die ursprüngliche Funktion? Auf der Anhöhe über der Gartenanlage lässt Prinz Eugen von Savoyen zuletzt einen Gartenpavillon errichten. Eine Gloriette, die, gelinde gesagt, etwas gar groß geraten ist. Nun, der Repräsentationsdruck Prinz Eugens von Savoyen ist der Hintergrund und die Ursache. Er braucht Repräsentationsräume, die ihm dazu dienen, die offiziellen Gäste des Hauses Habsburg in seinen privaten Gebäuden zu empfangen, zur Audienz. Die Sala Terrena wird allerdings nicht von den offiziellen Gästen besucht, sondern sie ist der Empfangsort für seine Privatgäste, die sich in der Gartenanlage belustigt haben. Und so hat sie eine halb private Funktion, die der Gebäudewidmung sehr, sehr gerecht wird. Ein weißer, aus Stuckulus gefertigter Saal mit nachträglich 1731 aus Sandstein gefertigten 4 Atlanten. Ein Konzept, das bis zum heutigen Tag besticht und ein wunderbares Entree für unsere Gäste hier im Belvedere bedeutet und darstellt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Österreichischen Galerie.